willkommen. Tina Heine, eine der Initiatoren dieses Festivals. Und eigentlich die erste Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen, was ist denn das eigentlich? Was ist Elb Jazz? Ist das jetzt hier Elb Jazz? War Elb Jazz schon? Kommt Elb Jazz noch? Elb Jazz ist ein Projekt. Wir planen ein internationales Jazzfestival im Hamburger Hafen im Mai 2010. Wir, das sind Nina Sauer, die steht dort vorne am Elb Jazz Stand, und ich bin Tina Heine, wie gesagt. Und dann noch ein ganzer Haufen Leute mittlerweile, die so ehrenamtlich und mit ganz viel Engagement mithelfen, dass das auch machbar wird. Das Festivalprojekt ist, wie gesagt, Mai 2010 ein internationales Jazzfestival im Hamburger Hafen. Unterschiedliche Bühnen, so ein Ort wie dieser oder eine alte Kirche, ein altes Schiff, also unterschiedliche Orte, 2 Tage lang, 30 Konzerte, Jazz in all seiner Vielfalt, Elektro, Nu Jazz, Funk, Soul, Swing, alles, was man sich so vorstellen mag. Und unsere Hauptidee ist eigentlich, all Ihnen zu zeigen, dass Jazz wunderbar, vielfältig ist, hörbar, tanzbar, ja, und was noch so dazu gehört. Und das hier, was wir heute machen, das ist ein Jazz-Picknick, um zu zeigen, dass es uns gibt, um auf uns aufmerksam zu machen, um Sponsoren zu gewinnen, um Mitstreiter zu gewinnen, um Fürsprecher zu gewinnen, damit das Ganze nächstes Jahr auch wirklich stattfinden kann. Suburban afternoon. I am leaving 'cause I love you. I am leaving 'cause I don't.